Hi Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's Nikki und zusammen packen wir heute den Feel Unique Adventskalender aus. And what was the little parcel I hear in your hands? Why? It's the parcel you have in your hands. Also das ist richtig süß. Also ich habe jetzt einmal hier dieses wunderschöne Gedicht durchgelesen. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich die Sachen auf den Adventskalendern immer wieder durchliest. Erstmal bevor man den Adventskalender auspackt, weil hier ist so viel mehr drin als nur Beauty-Produkte. Da ist so viel Liebe mit in diesem Adventskalender und das merkt man direkt beim Auspacken. Also ich bin so begeistert. Wenn jetzt die Produkte noch stimmen, dann ist das definitiv mein diesjähriger Favorit. Aber wir werden jetzt erstmal schauen, ob mir diese Produkte gefallen. Päckchen Nummer 1. In Päckchen Nummer 1 haben wir einen Lipgloss. Line Crine Diamond Crusher. Der sieht auch echt richtig süß aus. Der hat einen ganz rosa schimmernden Ton. Ja, die Marke kenne ich noch nicht, Lime Prime, aber die sieht echt cool aus. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Im zweiten Päckchen ist ein Päckchen im Päckchen. Let's see, wie das ist jetzt schon mal schwierig rauszuholen. Das finde ich ein bisschen schade, wenn es so schwierig ist. Moonbat Retinol Youth Renewal Serum. Retinol Serum für ein jugendliches Aussehen. Morit has perfected the science of retinol with this breakthrough serum. Powered by Retinol Tree Active Technology, a fast-acting retinoid, a time-released retinol, and a retinol booster. This potent yet gentle formula quickly and visibly minimizes lines and deep wrinkles, firms even skin tone, and boosts radiance for more vibrant, youthful-looking skin. In 2 weeks, 93% saw a reduction in lines and wrinkles. 98% noticed smoother skin. To use at night, apply a thin layer to face and follow with a moisturizer. Reduce frequency if sensitivity occurs. In Nummer 3 haben wir eine Rosewater and Pink Peppercorn Hydrating Hand Cream. Mittlerweile sehen ja alle Handcremen so aus wie die von L'Occitane. Oh, in Nummer 4 haben wir ein KMS Shampoo. Ich mag KMS richtig gerne. Ich hatte da schon mal Shampoo und Moisturizer davon und ich bin ein richtiger Fan davon geworden. Das ist jetzt für Damaged Hair. Sehr gut, kann ich gebrauchen. Ha! Yes! Der KMS Moist Conditioner. Also der Conditioner zum Shampoo. Sehr cool. Ein Unika Loose Mineral Blush in Blooming Nude. For a healthy, natural-looking glow, apply using the Inca Blush Brush. Patch test before use. Keep out of reach of children. Discontinue use if irritation occurs. Help! Diese Verpackung von diesem Blush fühlt sich richtig toll an. So richtig. Also das Papier hat einen ganz tollen, so matten Bezug. In Nummer 7 haben wir einen Facial Radiance Polish Exfoliate, Brighten and Purify. Dampen the face and dispense a small portion of polish onto fingertips. Delicately massage into all zones of the face. Rinse with warm water. Use daily. Im Nummertürchen haben wir einen Gesichtsreiniger. In Nummer 8. Das hier sind die Self-Graduate Tanning Drops. Die nimmt man dann einfach, macht man ein paar Tropfen in die normale tägliche Routine. Also Skincare-Routine. Und trägt die dann mit dem Moisturizer auf das Gesicht auf. Ich habe ja immer ein bisschen Angst vorm Self-Tanning, weil ich das einmal gemacht habe, da war ich so 14.
Und meine Freundin und ich sahen danach ganz schlimm aus. Und seitdem habe ich das nicht mehr gemacht. In Nummer 9. Au. In Nummer 9 haben wir ein Make-up Removing Cleansing Oil von Caudalie. Make-up removing cleansing oil warm between your palms and massage onto dry skin with your eyes closed. Emulsively rinse thoroughly. In Nummer 10 haben wir ein Finishing Polish Hair. Flawless is a big word, but this little bottle delivers this gentle style containing horse chestnut extracts, gives you a soft, flexible, hold while sunflower wax gently moisturizes. Not a bad. Das kann ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich liebe so Haarprodukte, weil meine Haare sehr dünn sind, aber man sich doch schon relativ gut stylen kann. Freue ich mich immer, wenn ich neue Sachen ausprobieren kann. So, in Nummer 11 haben wir eine Fast Absorbing Body Cream. Helps tighten and smooth like no other. Sol de Janeiro. So eine kleine Creme. Mal gucken, wie die riecht. Oh Gott, richtig gut, oh mein Gott. Na, was riecht die denn? Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall riecht die. Erinnert die mich an. Die erinnert mich an meinen. An Las Vegas Urlaube. Sehr, sehr lecker. Boah, ich finde, die riecht wirklich richtig gut. Love it, flaunt it, you've got it. Brazilian Bum Bum Cream. Infused with all powerful Guarana Extrakt. Vielleicht ist das Guarana, was so lecker riecht. Also die ist gut. So, dann kommen wir jetzt zur Nummer 12. Also in Nummer 12 haben wir eine Haarmaske. Und zwar die Living Proof Restore Mask. After Shampooing. Apply generously roots to ends, leave on for 5 minutes, rinse. Eine andere Maske für die Haare. Und auch eine Größe, die ich mitnehmen kann, was auch wieder super ist, weil ich besonders mit so Shampoo in Hotels echt das nicht hinkriege, meine Haare danach durchzukämmen. So, Nummer 13. Ein Eos Lip Balm. Was ist das? Pomegranate and Raspberry. Der ist bestimmt richtig lecker. Nummer 14. Oh, meine Lieblingscreme. In Nummer 14 haben wir die Charlotte Tilbury Magic Cream. Die benutze ich täglich. Ich liebe sie über alles. So, und in Nummer 15. In Nummer 15 haben wir Daily Skin Therapy Soft and Smoothest Cocoa Butter Formula. Sieht aus wie aus einer amerikanischen Apotheke. Rich Luxurious Palmer's Cocoa Butter Formula Origin Solid provides deep hydration all over. This unique formula melts into skin, creating a protective barrier that looks in moisture. From normal to dry to extra dry skin, this emollient. Emollient, habe ich auch nie gehört. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was das bedeutet. Rich Solid effectively softens and smooths, leaving skin smooth, supple and beautiful, ideal for deep moisturization, including overnight treatments. Riechen wir mal dran. Das riecht wie. Ich habe Kakao gelesen und habe an Kokosnuss gedacht, habe mich abends aufgemacht und mich gewundert, warum es nach Kakao riecht. Super schlau mal wieder. Aber es riecht richtig, wirklich nach Kakao. Wie als hätte man gerade einen Kakao getrunken. Gut, Nummer 16. In Nummer 16 haben wir einen Make-up Forever Professional Paris Ultra HD Skin Booster. Ein Hydra Pro. Wie schwierig ist es denn, das auszusprechen? Ein Hydra Plump Serum? So, ein Hydra Plump Serum. Make-up Forever HD Mini. Wirklich ein Mini. Vielleicht ein Mini-Fläschchen. Aber
ganz süß. Ja, mini. Ah ja, das fühlt sich schon echt gut an. Riecht eigentlich nach gar nichts. Ich finde ja immer, dass, was ich ja ganz cool finde bei so Adventskalender von Beauty-Firmen, also von größeren Beauty-Firmen, dass man halt mehrere Marken mal ausprobieren kann. Dass sie dann immer nicht nur von derselben Marke sind, ist natürlich auch klar, wenn ich mir jetzt einen Adventskalender von Body Shop oder Rituals oder Yves Rocher oder von L'Occitane oder irgendein Adventskalender kaufe, ist ja klar, dass da nur Produkte von der einen Firma drin ist. Aber ich finde, das ist halt auch teilweise immer ein Vorteil, wenn man Adventskalender von so großen Beauty-Marken, so Beauty-Läden kauft, weil man dann einfach diese Möglichkeit hat, mehrere Produkte von unterschiedlichen Marken mal zu testen. Nummer 17 haben wir einen hübschen Bombshell Red Revlon Lippenstift und ich liebe Revlon Lippenstifte. Ich bin ein großer Revlon Fan. Machen wir den mal direkt auf. Das untere habe ich bis jetzt noch nicht abgekriegt, aber doch jetzt. Ah! Eine ganz tolle Farbe. Oh, Theo. Boah, Theo hat gepupst. Der liegt hier direkt hinter mir. Mit dem Po zu mir. Warum? Kann mir jemand mal die Frage beantworten, warum Männerhundepupse immer viel stärker stinken als die Pupse von Frauenhunden? Und ob ihr das auch so seht? Oder habt ihr zufällig einen Frauenhund zu Hause, der stinkig pupst? Das würde mich mal interessieren. Zurück zum Lippenstift! Das hier ist die Farbe Bombshell Red. Ich werde die jetzt mal ausprobieren und swatchen für euch. So. Das ist die Farbe. Sehr schön. Ist ähnlich wie ein bisschen ein hellerer Ton als mein Nagellack. Aber das ist, geht so in dieselbe Richtung. So ein richtig bäriger Ton. Das gefällt mir sehr, sehr gut. 16, 17, 18, ein großes Paket. Let's see what's inside. Das sieht nach einer Palette aus. Sleek Highlighting Palette. This versatile face and body highlighting palette includes two baked powders, one luxurious cream and formula and one silky shimmer powder. Iridescent metallic finishes add a radiant and luminous glow to the skin. Directions for use: create a supple or dramatic effect by blending the colors using fingertips to the inner corner of the eye, across the brow bone and along the tops of cheekbones. Ooh, die sieht schon ganz schön gold aus, wenn man hier reinguckt. Ooh, chic. Shiny and chic. Ein Creme-Highlight, dann ein Pressed-Highlight und zwei so eher schimmerige Highlights. Päckchen Nummer 19. Ein Riesenpäckchen für eine kleine, kleine Creme und zwar eine Anti-Falten-Creme. Duft-Check. Let's see. Mehr kann ich für euch jetzt noch nicht sagen. Duft riecht gut. Yes, ist ein Pinsel. Oh, sehr cool. Ein Sigma-Pinsel. Ich wollte schon immer mal einen Sigma-Pinsel haben, weil gefühlt alle amerikanischen und australischen YouTuber benutzen Sigma-Pinsel. Fingertip-like application. Unique feature. Small, dense and round hand. Apply shadow base or primer onto the lid. Dafür ist es precision round. Cool. Sehr, sehr cool. Pinsel kann ich immer gebrauchen. Nummer 21. Sparkle like a unicorn. Sparkle like a unicorn. Mask Visage. For tired or dull skin. Für müde und stumpfe Haut. Illuminierende Trunkmaske. Diese Maske verwandelt sie nicht nur in eines der süßesten Wesen, sie lässt außerdem ihre Haut strahlen. Angerichtet mit den Vitaminen B3 und B5, Maulbeeren, grünem Tee und Zitronenextrakt. Die abgestorbenen Hautzellen lösen, vergrößern Poren wirksam zusammenziehen und das Erscheinungsbild kleiner Fältchen verbessert. In der Nummer 22
Power 10 formula VC effector with vitamin C derivates. Skin safety test 10 in skin. Und dann steht dann irgendwas auf Asiatisch hinten drauf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich einfach ein... Ich denke mal einfach auch irgendeine Creme wieder. Riecht aber sehr gut. Werde ich mal schauen, was das ist. So, in Türchen Nummer 23. Bald ist der Adventskalender schon leer. Wonder Wand? Mascara. Intensively volumizing mascara. 95.4% saw 24 hour long wear results. 95.5% saw extreme lash length. 96.4% saw intense lash volume and curl. Buildable for added texture. Sollen wir den mal ausprobieren? Ob der so buildable noch auf über einer anderen ist. Der ist von CRT. Das ist doch eigentlich eine... Das ist eigentlich für... Ich glaube, die machen Nagellack, oder? So sieht er aus. Let's try it on. Ist natürlich schwierig, über einem anderen Mascara das noch so toll zu machen. Aber sieht schon mal ganz gut aus, finde ich. Werde ich jetzt mal austesten. Auf jeden Fall ist die Verpackung sehr süß mit den kleinen Sternchen. Gefällt mir sehr gut. Sehr weihnachtlich süß. So, und das allerletzte Türchen, Türchen Nummer 24. Hey Theo. In Türchen Nummer 24 haben wir einen Tonic Water. Da muss ich sagen, warum in Türchen Nummer 24? Das ist das letzte Türchen. Wieso? Wieso ein Tonic? Wieso kein Lippenstift oder kein Pinsel oder keine Palette, sondern das Tonic? Schade, das finde ich nicht so cool. Ich finde nämlich immer das 24. Türchen ist ja das Weihnachtstürchen. Das soll ja auch mal so ein kleines Weihnachtsgeschenk sein. Bisschen schade, wenn das dann nur so was Kleines ist und vorher schon die coolen Produkte alle kamen. Ja, das ist leider ein Minus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe mich echt gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Der Adventskalender bekommt auf meiner Adventskalender-Skala von 1 bis 10 9 Sterne. Weil es ist einfach so, dass er preislich mit 90 Euro etwas teuer ist und dafür in Türchen 24 nur ein Gesichtswasser. Finde ich ein bisschen schwierig. Sonst tolle Produkte. Ich habe absolut abgefeuert. Das Lipgloss. Auch die KMS-Produkte, die Charlotte-Tilbury-Creme, die ist auch sehr hochwertig. Auch der Mascara. Ja, natürlich die Palette. Also es gibt echt wirklich den Lippenstift, der Pinsel. Also sind echt richtig tolle Produkte drin. Viele unterschiedliche Produkte. Wenn ihr ein paar Produkte von den Produkten auf jeden Fall gebrauchen könnt, dann lohnt sich der Adventskalender schon. Das Aussehen ist total schick. Man hat halt so ein richtiges Gefühl irgendwie, in eine Märchenwelt verfrachtet zu werden, das finde ich richtig toll. Deshalb 9 von 10 Punkte. Und ja, was denkt ihr, wie viele Sterne hättet ihr mal meinen Adventskalender gegeben? Und habt ihr einen, den ihr besser findet? Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das alles so seht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Stopp, warte kurz, bevor du gehst. Danke, dass du dir mein Video angeschaut hast. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel mir ein Abo von dir bedeuten würde. Also klick bitte kurz noch auf Abonnieren und am allerbesten noch auf die kleine Glocke nebendran. Dann sehen wir uns ganz bald wieder.